Begrüße das Gemüse, willkommen zu einer neuen Folge eFootball PS 2020 Karriere AS Rom. Ja, meine Transferverhandlungen sind leider gescheitert. Sie wollen ihren Spieler nicht abgeben. Vielleicht haben wir im Transferfenster noch einmal die Chance. Das beginnt aber erst am 1. Jänner. So, Marco Reus, hier sehen wir es. Wird Edin Dzeko wechseln? Zu West Ham United. Ich weiß noch nichts davon, schauen wir mal. West Ham United will ihn anscheinend verpflichten. Wo ist er? Oh, ist er? Naja. Noch ist da nichts. Ja. Napoli zuletzt 3:0, dann doch noch besiegt nach einer harten ersten Halbzeit. Konnten wir es in der zweiten dann richten mit nur 5 Torschüssen. Jetzt geht es. Der Doc Kluivert. Ne. Immer der Heatmap. Mit dem Max ausschalten muss. So, Antonucci, Perotti, Kluivert und ja, wir lassen Dzeko, soll noch mal spielen. Wir geben ihm noch einmal die Chance, ob er es kann. Aber ich befürchte, Dzeko wird heute, glaube ich, nicht mehr. Weiß nicht, ob er zu seiner Form zurückfinden wird. Zu Hause geht es gegen Genoa. So, ein Pick erfolgt. Danke, Dzeko! Und erste Chance. Nicht schlecht gemacht, schön herausgespielt. Flanke war gut. Und Dzeko. Ah, Kopfball gar nicht schlecht. Zengis, Günder, Zaniolo, Vita, Dzeko und Tor! 1:0! Mit dem Dzeko! Schöne Vorlage, schöne Flanke. Und schöner Kopfball. Ja, Dzeko weiß, er muss liefern, sonst sind seine Tage bei AS Rom gezählt und er liefert tatsächlich. 1:0. Schöner Kopfball. Na, 5 Minuten nur. Ja,
Außenseitenwechsel. Boah. Und 2:0. Sagnolo trifft endlich wieder. Schöner Treffer, schön gemacht von Zaniolo. Vorlage Ünder. Ünder wird immer stärker. Der macht halt, was Mkhitaryan machen sollte, macht er nicht. Macht. Nee, was Mkhitaryan hätte machen sollen, macht er. Aber Mkhitaryan, wenn er kommt, trifft komischerweise. Vielleicht ist er als Joker besser geeignet. Oh, Nächste Chance, ja, Genoa kommt überhaupt nicht ins Spiel. Ah, Zaniolo, der war. Checo, diesmal segelt er daneben. Wow, Pass von Checo abgefangen. Ja, diese Sachen, solche Bälle muss er normalerweise nach vorne tragen. Wenn es die Chance bekommt. Oh, kein Abseit. Checo, no, da wird der Ball. Irgendwie kommt der Ball zum Gegner. Da haut ihn genauer jetzt weg. So, Lopez. Und nein, Zaniolo mit der Chance. Wow, schöne Flanke. Und dann knapp über das Tor, schön gespielt und oh, der war aber auch nicht leicht zu nehmen. Weil wenn er mit rechts nimmt, geht er rein, aber er macht ihn mit seinem starken Fuß. Na, okay, Freistoß für, ja, ja, ja. Jede Mannschaft immer so hinten dran steht, aber jede Mannschaft. Da, ob bei Europa League oder da. Opa. Na. Boah, das war schön gespielt.
Kicker! Oh, scheitert am Goalie. Und Eckball. Boah, da könnte es schon 4-5-0 stehen, aber noch steht es 2-0. Ja, die Tonung liegt auch noch. Und Schuss geht an den Verteidiger. Ja, genauer kommt langsam in die Gänge, aber nur langsam. Zur Pause. Ja, boah. Staatliche 63% Ballbesitz in Hälfte 1. Ja, Checo können wir noch drinnen lassen. Er spielt auf alle Fälle besser, vielleicht liegt es auch daran, dass Genoa nicht gerade stark ist heute. Aber kann, muss nicht sein. Oh, Perotti wieder fit, aber Checo und Tor, Doppelpass. Gitter. Das war gut gespielt. Und da. Und schöner Schuss von Checo. 3-0. Schöner Treffer. Doppelpack geht in Checo. Moment. Und Checo. Kolarov. Ah, der ist ja weiter reingegangen. So, Mkhitaryan für Zaniolo. Funktioniert eigentlich sehr gut. Diese Position. Für Henrik Mkhitaryan.
Oh. Du Schaf. Was? Ah. Danke, Chico. Kommt nicht an. Jetzt dann noch einmal, Chico. Oh, ah. Oh, 11 Meter. Pfeift doch, Junge. Unglaublich. Dieser Schiedsrichter bei ihm ist wirklich ne. Thomas auf Meter pfeifen, Alter. Und Einwurf für Genoa. So, Perotiv, Gölbert und Kalinic kommt für Inder. Boah. Okay. Oh, aufgepasst. Ja. 3:1. Hande. Da war keiner mehr hinten, da waren sie, ja, wurden sie überrascht. Ah, Smalling lässt hier den Ball durch. Ja, wollte schon sagen, wieder 3:0, aber es bleibt wieder ein 3:1. Oder mehr. Dass der keine enge Bohrführung haben. Dass sie da den Bohr immer beim Dribbeln so weit viel legen. Hier verlieren sie die ganzen Bälle. Mkhitaryan, Mkhitaryan, 4:1, Wahnsinn, funktioniert, Top Joker, er kam, sah und traf, oder besser gesagt, er kommt, sieht und trifft, Henrik Mkhitaryan, das war auch schön herausgespielt und wunderschön. Der Treffer hier noch einmal. Wow, schöner, schöner Steilpass. Und mit dem Außenriss versenkt ihn. So, wieder Mkhitaryan. Justin Kluivert. Checo! Ah! Da hätte er gleich schießen sollen. Und Checo! Patrick! 5:1! Wow! Der liefert ja heute! Was ist los? Wow! Mkhitaryan erobert den Ball.
Pellegrini auf Kalinic. Kalinic mit der Vorlage und Edin Dzeko haut ihn rein. Schöner Treffer. Es geht doch. AS Roma lebt. Ja, 5:2. Oh, es war schön. Ja, dann macht man Transferverhandlungen, die gescheitert sind. Und plötzlich schießen die Spieler, die die Tore schießen sollen, die Tore. Wahnsinn, wie schnell das geht. So, Kollar auf. Pellegrini. Kalinic wird hier abgedrängt. Und das war's. Patrick Dzeko zum Jolo. Und Mkhitaryan, die Torschützen. Doppelpack bei Pampi Pande. Bei Genoa, aber 5:2. Fulminanter Heimtriumph. Und ja, es geht so einfach, wenn der Gegner nicht übelst verteidigt, geht es so einfach. 58% Ballbesitz, das ist schon ordentlich, 15 Schüsse, oha. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, Abo nicht vergessen. Und ja, Juventus spielt 1-1 und sind nur noch ein Punkt hinter Juventus Turin. Ja, danke fürs Zusehen und Bussi aus Bauchi, euer Lizinator.